So, dann haben wir das auch geschafft. Was ist denn das? Ja? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Alter. Schieß los. Dead Face. Achso, der hat immer noch Feierabend, wa? Ne, hier oben stehen sie doch. Jetzt red schon mit dem. Muss man sich von Tag zu Tag an. Ja, ja, bla, bla, bla. Was darf sein? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Er hat kein Geld, dachte ich mir. Dann habe ich ihn noch nicht seiner Kronkorken entledigt. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Oh, auch nicht. Leute, hier für lau gibt's nichts. Ich muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Klappe. Entschuldigung? Suchst du was zum Anziehen? Dann lass mal sehen, was du so hast. Von lass mir, was du haben möchtest. Nein. Den auch. Nur hat wenige nichts. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Selbst wenn er mein Charisma hätte. Verdammt. Wieso haben denn alle Leute hier nichts mehr an Kohlen? Warte mal, was machst du denn hier eigentlich? Du bist doch neu hier, oder? Aha. Guck mal hier. Du kannst hier gleich arbeiten. Geh doch mal aus dem Weg, Hängekock. Sagen. Das Gesicht kenne ich doch gar nicht. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddie Spencer? Ja, ja, Nick. Hey. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Auch die hat keine Kohlen. Wollt mich doch verarschen. Gib mir mal die 10 mm Patronen. Und was brauche ich noch? 45er ist Scharfschützenmunition, ne? Nee, es ist 50er. Ich habe gar keine 45er. Na toll. So, da kann ich ja ein bisschen was gegen handeln. Hier, die brauche ich auch nicht. Kannst du alle haben. Geht nicht mal. Ach ne, erstmal Kleidung. Den weg. Den weg, den weg, den weg, das, das und das. Ja, gut. Ja? Kein Bock, die Scheiße jetzt mitzuschleppen. Transferieren wir das einfach rüber und vergessen es dann wieder. Meine Waffen. Das Bleirohr. Kleidung. Das war's, glaube ich, sogar schon, oder? Schrott lagern. Ja. Dann wieder rein in die Rüstung. Und wie war weiter geht's? Preston fängt schon wieder an zu reden.
Schnell weg, bevor uns wieder voll quatscht. So. Wie findest du eigentlich mein neues Beleuchtungslicht, Flo? Sexy, oder? Ein bisschen dezenteres Licht, die eine Hauptausleuchtung macht, aber glaube ich der Monitor. Ja, ich spawne hier und... Oder was auch immer sie sind. Geil, was ist denn das schon wieder? Oh ja. Hey, wie viel Scheiße kann aufeinandertreffen? Noch ein paar Raider und Gunner hier in der Nähe, oder? Wäre mir nicht aufgefallen. Also wirklich. So guckst du immer in mein Gesicht, wenn du meine Streams guckst. Also beziehungsweise in meine Hände, wenn du durch den Flur. Der Fuß steht sogar noch. Respekt. So, welcher Schlamassel gehört denn jetzt hier zu wem? Ah, hier. Irgendwo muss hier noch eine so ein Chromkopf rumliegen. Ach, hier. Mein Gott, da wollte ich hier bloß die Zwischenstation nehmen. Und spawn hier einen Haufen Scheiße. So. In der Krippe Green Top. Und Middle School. Bin ich ehrlich gesagt zu faul, da was durchzusuchen. Nur das, was auch genau auf dem Weg liegt. Die nicht. Ist weg. Summt. Ha. Hat sie sich anders überlegt? Das hätte sie sich mal nochmal anders überlegen sollen. Ah, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, ich muss einfach hier da geradeaus. Also ein Zufall. Die hat uns geleitet. Ich sehe, ich habe sie dann wieder ein bisschen was reingekriegt. Die Waffe ist übelst niedlich, aber hat übelst den Bums, Alter. 20 mehr Schaden als mal eine alte. 20 mehr Schaden als meine alte. So, was sollen wir jetzt hier machen? Sprich mit den Siedlern. Natürlich, es war eine Quest von Preston. Was sollten wir hier sonst anderes machen? Sind die oben im Haus? Ja. Hallo. Hallo. Du musst mir helfen. Die haben meinen Mann entführt. Wer hat ihn entführt? Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich nicht bezahle, werden sie ihn töten. Aber ich habe nicht so viel Geld. Optional zahlt das Lösegeld 350 Kronkorken. Natürlich nicht. Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Ich bin mir recht sicher. Ich markiere es auf deiner Karte. Wir haben die Minutemen um Hilfe gebeten, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand kommt. Bring ihn einfach wohlbehalten zurück, okay? Kriegen wir hin. Wo ist er denn? Was? Hallo? Ach, lass mich raten.
Nee. Auf Karte zeigen. Da unten! Oh, hätten wir mal das Lösegeld bezahlt. Nee. Ja, machen wir später. Noch ein bisschen drehen da lang. Ja. Der wird da nicht wegrennen. Aha! Lösegeld zahlen ist vor allem richtig sinnig. Dann kommen die nach ein paar Tagen wieder. Hallo, wir wollen nochmal Lösegeld. Total sinnvoll. Da unten schwirrt doch schon wieder was rum, das sehe ich doch. Ja, die bewachen doch hier den Transport, ne? Das heißt, da ist auch schon, da ist bestimmt wieder so ein scheiß Aggressortron dabei. Speichern, ganz wichtig. Ah ja, hallo. Bist du freundlich? Er ist freundlich. Okay. Cambridge Polymer Labs, der Weltmarktführer bei kommerziellen Kunststoffen. Mitarbeiter gesucht, noch heute bewerben. Okay. Ja, da ist er nämlich. Oh oh. Stopp. Ey da! Was hat er dir angetan? Oh, okay. Flop. Ich bin wieder da. Ist ja wie mit den anderen Begleitern, die heilen dann auch, nachdem der Kampf vorbei ist. Gott sei Dank. Gott sei Dank führe ich 14 von den Reparaturdingern mit mir rum. So. Die bewachen natürlich immer ein bisschen vergasen irgendwelche abgefuckten, meist schon leeren und verkommenen Fahrzeuge. Wie dieses hier. Nichts drin. Und der andere Scheiß alles verrostet. Nee. Hat sich übelst gelohnt, die Schießerei. Na, hopp. Oh, hier ist eine Kiste drin. Munition. Wow. Amazing. Das war alles. Toll, toll, toll. Ich bin begeistert vor Freude. So, da muss ich rüber, oder was? Alter. Ey, was? Pew. Man merkt wirklich die geringeren Wattkosten. Ja. Okay. Was ist denn hier alles für ein Unkrautviehzeug? Meine Fresse. Muss ja noch die ganzen Teile suchen, oder was? Dann pimmelt der Stechflügel da rum. Der Ada hier immer mit ihrem ultra krassen. Mit dem ultra krassen Raketenwaffe durch die Gegend ballert. Haut ihr immer das ganze Loot hin und her?
Man findet einfach nichts mehr wieder. Das waren auf jeden Fall mehr Style-Fliegen, glaube ich. Gut, wir gehen jetzt auch erstmal darüber. Das ist doch das Gebäude, oder? Ja. La la la. Außenrum gibt's nicht. Einfach mittendurch. So, hier ist ein Boot. Hilfsmittel. So wie ich das mitgekriegt habe, kann ich auch in dem Ding hier nicht ersaufen. Also ich kann hier schön durchlatschen. Alles ist gut. Frage mich natürlich, wer hier ein Auto geparkt hat unter Wasser. Wird auch noch verkehrt rum. Schöner, entspannter Unterwasser-Spaziergang, der tut auch mal gut. Die Pistole, ne? Ohne Scheiß. Guck! Bist du freundlich? Ja. Das Watz ist auch rot markiert, ne? Oh, Parsons State Irrenanstalt. Verboten. Geh lieber weiter. Edward Deegan schickt mich. Ich suche nach einem verschollenen Paket. Ah, oh, du bist der Neue? Also dieses Paket. Ich weiß ziemlich genau, wo es ist. Die Typen, die Ben erschossen haben, halten sich in der Parsons-Molkerei versteckt, nördlich von hier. Wer sind diese Typen? Raider? Natürlich. Arschlöcher mit Waffen. Obwohl es seltsam ist, dass sie immer noch in der Gegend sind. Es ist gut möglich, dass sie diesen Ort hier auskundschaften. Das gefällt mir nicht. Ich bin froh, dass du sie uns endlich vom Hals schaffst. Hey, ich habe nicht gesagt, dass sie das... Hallo? Also wirklich. Lass mich raten. Übelst weit laufen. Naja, weit ist übertrieben. Maria. Ach so, heißt doch meine Freundin. Das ist ja ein Zufall. Ich kann tatsächlich was gebrauchen. Ich will know what I mean. Ernst beiseite, Spaß komm her. Nee, Spaß beiseite, Ernst komm her, so rum was. Oh ja, hier. Schön das Radio angelassen für die Dame im Rollstuhl. Gedämpfte Pistole können wir uns übelst gut ranschleichen. Schleichmodus. Speichermodus. Gut, aber mit Ada können wir uns nicht ranschleichen, weil die macht gleich alles kaputt. Mach sie tot, Ada. Hopp! War der Kopf kaputt. Mysteriöses Serum. Ah. Ah, stimmt. Das waren doch die, die auf immer noch so jung waren, ne? Auf jeden. Na, wenn das mal nichts mit dem Serum zu tun hat. Ein Safe. Gucken wir doch mal rein. Ist bestimmt eine Flasche Milch drin, wegen der Molkerei. Schön. Nee, da haben sich wohl die Raider schon breit gemacht. Und wir hatten Level Up. Das heißt, ich weiß ja noch, was ich skillen wollte. Tierfreund und... Wo ist er denn jetzt? Beziehungsweise ein Robotik-Exklave. Geht ja nicht. Ich brauche immer noch ein Level hoch.
Wo ist denn der Tierfreund hier? War der nicht hier irgendwo?